Die italienische Unter-20-Nationalmannschaft bestreitet derzeit in Donetsk die Weltmeisterschaft der 1. Division Gruppe B. Im 22-köpfigen Aufgebot von Trainer Fabio Poloni stehen 6 Spieler, die im Ausland der Hartgummischeibe hinterherjagen. Einer von ihnen ist Jan Pavlu. Der 18-jährige Stürmer bestreitet derzeit seine 4. Saison bei den Jungadler Mannheim in der deutschen Nachwuchsliga. Das erste Jahr, wo ich draußen war, haben wir direkt gewonnen. Das war wirklich super. Ich war wirklich froh, haben viel gespielt, haben auch direkt die Meistertitel gewonnen. Das zweite Jahr ist leider nicht so erfolgreich gewesen. Wir haben im Achtelfinale ausgefallen. Und das war schon ziemlich traurig, weil wir uns halt ziemlich stärker vorgestellt haben als Mannschaft. Und letztes Jahr war es wieder super. Wir haben gekannt, sogar in der SAP-Arena spielen, in der großen Arena, vor 3.000 bis 4.000 Leuten. Und das war wirklich ein wunderschöner Moment. Und dadurch haben wir einen Meistertitel wieder geholt. Und auf jeden Fall ist das Ziel höher. Insgesamt hat Pavlu, der in einem Heim wohnt, 129 Spiele in der DNL bestritten und dabei 132 Scorerpunkte gesammelt. Mit 30 Punkten in 18 Spielen nimmt der Stürmer, der entweder in der ersten oder zweiten Linie zum Einsatz kommt, derzeit den 6. Platz in der Scorerwertung ein. Wir trainieren 6-mal die Woche und spielen Samstag und Sonntags. Und so ein Tagesablauf, wenn wir 2-mal trainieren, ist um 6 Uhr aufstehen. Dann soll man so gehen, um 8 Uhr aufs Eis bis um 9 Uhr. Und dann praktisch von 10 Uhr bis, je nachdem, bis um 1 oder bis um 4 Schule. Und dann direkt wieder in die Arena um 5 Uhr. Weil wir dann wieder Athletiktraining bzw. Krafttraining machen und dann wieder eine halbe Stunde aufs Eis gehen. Und da kommen wir dann ab und zu ziemlich spät heim, also schon so um 9, halbe 10, 10. Das ist noch schon ein langer Tag, der noch in der Zeit auch körperlich schwer zu spielen ist, halt nicht auf jeden Fall. Jan Pavlu bekam das Talent förmlich in die Wiege gelegt. Sein Großvater Jaroslav Pavlu stammte aus Tschechien und spielte ebenso wie sein Vater Martin jahrelang beim HC Bozen. Ich denke auf jeden Fall das Eislaufen. Das sagen viele, dass sie es halt von meinem Papa halt übernommen haben, sagen wir so. Und sicherlich auch die Körpergröße ist ein großer Vorteil, weil es eben noch besser ist, sagen wir so, beim Eishockey. Also wenn man es gut anwenden kann, wenn man gut Eislaufen kann, gute Hände hat, dann ist das schon ziemlich gut. Und ich meine, viele sagen, dass ich auch mein Papa ähnlich bin, deshalb mehr oder weniger seine gleiche Spielweise. Und ich meine, ich bin froh, das zu haben. Jan Pavlu ist aber nicht nur ein begnadeter Schlittschuhläufer, sondern hat auch den nötigen Zug zum Tor. Es ist schon schön zu sehen, von einem Ex-Serie A-Spieler der Sohn die gleiche Motivation hat. Und ich habe ihn jetzt ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren. Er ist halt unter die Top 10 mindestens Scorer gewesen von der DNL. Und ich glaube, wenn es all einer ist, dann kann er gut sein. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren mehr gesehen, jetzt hier, da ist schon. Über 1,90. Ich glaube, der hat alle Voraussetzungen, Top 1 mitzuspielen. Also ich habe schnell, stark, guten Schuss, technisch auch. Ich glaube, er hat draußen gelernt. Nein, ist ein guter Spieler. Wird er sicher für seinen Vater haben. Nach dieser Saison muss sich Jan Pavlu einen neuen Verein suchen, da er für die deutsche Nachwuchsliga zu alt ist. Nach Südtirol zurückkehren will er allerdings noch nicht. Die 4 Jahre, die ich jetzt in Mannheim gemacht habe, war eine mega große Erfahrung für mich. Und ich meine, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann wäre ich sicherlich nach Italien kommen und eine gute Mannschaft da finden, denke ich mal. Aber man merkt sicherlich noch ein bisschen von der Welt sehen und auch an anderen Orten weiterspielen, weil ich meine, mein Traum ist ja, ein guter Eishockeyspieler zu werden und irgendwo in einer professionellen Mannschaft zu landen. Und sicherlich wird es in den Ausland weitergehen, denke ich mal. Derzeit konzentriert sich der großgewachsene Angreifer voll und ganz auf die WM und hofft, Weihnachten bei seiner Familie in Eppan verbringen zu können. Wenn ich Glück habe, darf ich nach der WM direkt heimkommen und jetzt mal wieder 2 Wochen mit meiner Familie verbringen, weil ich war jetzt eigentlich 4 Monate in Mannheim und eigentlich meine Familie kaum gesehen. Aber wenn es schlecht geht, dann kann es sein, dass ich noch direkt nach Schweden muss, mit meiner Mannschaft noch ein Turnier zu spielen, weil ich halt nur 3 Spiele in Schweden machen. Also jetzt je nachdem, wie die WM geht und wie der Trainer in Mannheim noch entscheidet.